Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, und in diesem Video möchte ich dir zeigen, welches Buchung- und Kalendersystem ich im Einsatz habe, ja, um quasi mit Interessenten Termine zu vereinbaren. Ja, wurde ich in der letzten Zeit häufiger gefragt. Hier kommt also das Video dazu. Ich nutze hier BookLigeBoss. Ich muss dazu sagen, es gibt ja viele Buchungs- und Kalendersysteme, Terminvereinbarungssysteme, die du am Markt findest. Und es gibt auch viele, die in einer Gratis-Version quasi als Einstieg daherkommen. Habe auch Gratis-Versionen schon von verschiedenen getestet, ob das jetzt Calendly war oder You Can Book Me. Muss aber dazu sagen, dass so ein Tool aus meiner Sicht erst dann halt wirklich Sinn macht, wenn man dann halt auch eben bereit ist, quasi die Tools kostenpflichtig zu erwerben, weil du in den Gratis-Versionen halt relativ viel Einschränkungen auch drin hast, ne? Und und das macht's halt meistens in den in der Praxis ein bisschen unpraktikabel, und deshalb muss man hier einfach mindestens mal so mit $10 im Monat rechnen, damit man vernünftige Leistungen dann eben halt auch drin hat. Ich für meinen Teil bin dann letzten Endes bei BookLigeBoss gelandet. Aus dem einfachen Grund, weil hier im niedrigsten Plan doch schon viele Features drin sind, die bei anderen erst in höherpreisigen Plänen drin sind. Der Preis war aber jetzt nicht ganz ausschlaggebend, sondern das Tool macht halt für mich rundum einen gelungenen Eindruck, und ich bin super zufrieden. Also, was kriegst du denn bei BookLigeBoss? Bei BookLigeBoss hast du zum einen halt einmal die Booking Page, die sieht dann so aus zum Beispiel. Du kannst die natürlich auch ein bisschen umgestalten. Und du hast aber auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel, gerade wenn du zum Beispiel Coach, Trainer oder Berater bist, hast du jetzt hier halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe verschiedene Coaching-Angebote, die kannst du alle auf diese Seite jetzt mit raufnehmen zum Beispiel, und kannst dann auch den Termin erst buchbar machen, wenn zum Beispiel via PayPal, Stripe oder Stripe halt bezahlt wurde, und somit kannst du alles hier in einem Arbeitsgang quasi abarbeiten, ohne dass du setzt das Ganze einfach einmal auf, und dann hast du eine Buchungsseite, die für dich funktioniert, so wie du es willst. Du kannst sogar das Ganze mit Zoom zum Beispiel dann im Hintergrund verknüpfen, falls du jetzt einen Coaching-Call via Zoom anbietest, und kannst dann sogar nach erfolgter Bezahlung und so weiter, kann dann sofort auch ein Zoom-Meeting quasi erstellt werden. Das heißt, du hast da nichts mehr mit zu tun, sondern der Termin synchronisiert sich einfach mit deinem Kalender. Du siehst in deinem Kalender, okay, am Freitag um 15 Uhr Termin, und du musst dich dann nicht mehr drum kümmern, dass du erst noch ein Zoom-Meeting erstellst, der Person den Link zuschicken lässt, sondern du kannst das alles halt über diese Sache hier abwickeln. Hat also super viele Vorteile. Dann Unlimited Bookings, du hast verschiedene Languages, also wenn du jetzt zum Beispiel die englische Sprache, wenn dir es damit ein bisschen schwerfällt, kannst du hier das Ganze auch einfach auf Deutsch umstellen. Natürlich ist alles GDPR-compliant, also die Daten auch deiner Kunden sind sicher. Messaging-System ist dabei, ein Partnerprogramm, sodass du das Ganze auch refinanzieren kannst, wenn du das möchtest. Wie gesagt, es ist synchronisiert sich automatisch mit den Kalendern, die du möchtest und die als Anbindung zur Verfügung stehen. Du kannst verschiedene Zeiträume setzen, an denen du available bist, also erreichbar bist, wo die Interessenten mit dir überhaupt einen Termin ausmachen können. Also ist im Prinzip alles da, was du brauchst. Was ich auch cool finde, sind die SMS-Reminder, die E-Mails. Das heißt, wenn ein Termin vereinbart wurde, dann wird auch dementsprechend eine Erinnerungsmail versendet. Du kannst einstellen, wie häufig das ist. Das geht bis zu 5-mal. Und zusätzlich nochmal
per SMS. Aber auch gerade wenn du Gruppencoachings oder Gruppencalls oder so anbietest, kannst du auch hier Gruppenbuchungen ermöglichen, geht aber allerdings auch nicht in jedem Plan. Dann kannst du je nach Plan das Ganze auch unter deiner eigenen Domain laufen lassen. Du kannst auf diese Buchungsseite hier, kannst du FAQs mit reinnehmen, du kannst YouTube-Videos einbinden, du kannst Testimonials einbinden und so die Seite halt für dich auch ganz gut arbeiten lassen. Und je nach Plan kannst du auch das Branding hier unten dann rausmachen. Ich könnte das in meinem Plan, stelle aber immer wieder fest, dass der ein oder andere hier draufklickt und das Ganze dann über den Partnerlink dann halt eben auch bucht. Und von daher gibt es für mich jetzt auch keinen Grund, das Ganze hier rauszulassen. Aber wenn du jetzt das nicht möchtest, dann kannst du natürlich auch hier unten, je nach Plan, könntest du hier dein eigenes Branding reinmachen. Und wie gesagt, die Domain könntest du eben mit einer Domain von dir quasi verknüpfen. Ansonsten ist so ziemlich alles hier anpassbar, die Farben, Profilfoto, die Icons hier kannst du weglassen, kannst sie dazu machen. Also kannst im Prinzip alles super auf deine Bedürfnisse anpassen und du kannst diesen Kalender halt dann eben auch in deine eigene Webseite, wenn du das willst, einfach halt einbetten. Dazu generiert dir das Tool dann einen Code, zeige ich dir auch gleich. Du kannst es dann einfach auf deiner WordPress-Seite zum Beispiel einbinden. Genau, gut, lass uns kurz auf die Preise schauen. Die Preise siehst du auch hier auf der Seite nochmal. Und hier gibt es vier verschiedene Pläne. Ich finde, in dem $9-Plan ist schon super viel drin. Aber je nachdem, für was du es benötigst, musst du natürlich halt gucken, welcher Plan da für dich passt. Aber du hast hier bei den 9 US-Dollar schon die SMS-Reminders mit drin, was ich super finde. Du hast die Gruppenbuchungen mit drin, was ich gut finde. Die Einbettungsfunktion hast du in jedem Plan drin. Genau, also ist schon super viel in dem kleinen Plan drin, aber je nachdem, was du halt brauchst, musst du halt dann dementsprechend den Plan wählen, der für dich da am besten passt. Schauen wir mal kurz noch ins Innenleben rein. Du siehst also hier die Startseite. Du hast hier die Möglichkeit, einen kompletten Überblick zu kriegen, zu sehen, wie viele Einnahmen hast du erzielt, falls du zum Beispiel jetzt über diese Seite hier kostenpflichtige Coachings anbietest. Hier über Profildetails kannst du im Prinzip alles anpassen, was du hier so siehst. Dann klar, eigene Profilfotos hoch, hast hier eine Galerie, die du dir anlegen kannst. Texte, Farben, Schriftarten kannst du natürlich auswählen. Du kannst auch deine Fußzeile hier komplett an deine Situation anpassen. Hier kannst du Erfahrungsberichte hinzufügen, die dann auch hier auf der Seite dementsprechend mit drin sind. FAQ kannst du mit einrichten. Hier siehst du nochmal die Integration. Also das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Du kannst es zum Beispiel mit Zoom connecten. Dann kannst du hier, wenn jetzt jemand über diese Seite dich kontaktiert, weil noch Fragen sind, zum Beispiel zu einem Coaching, wie auch immer, dann findest du die Nachrichten hier, kannst die hier auch beantworten. Ansonsten der Kalender synchronisiert sich, du verknüpfst deinen Kalender mit BookLigeBoss und der Kalender synchronisiert sich dann automatisch. Das heißt, wenn jemand über diese Seite bucht, wird es dann automatisch eben in deinen Kalender hinzugefügt. Hier über Termine kannst du dann alles einstellen, was zum Termin an sich ist. Das heißt, wenn sich jemand anmeldet, welche Erfolgsmeldung wird gesetzt, soll die Person auf eine weitere URL weitergeleitet werden oder du siehst dann hier, du kannst noch verschiedene Felder hinzufügen, falls du Abfragen machen willst zum Coaching zum Beispiel. Ja, die Reminder siehst du hier, kannst du also setzen. Ich habe jetzt hier, weil es ein Infogespräch ist, für das, was ich hauptsächlich jetzt erstmal einsetze, kannst du die E-Mails quasi fünf E-Mails pro Termin quasi als Erinnerung versenden. Und du kannst dann auch, so wie in meinem Fall, die SMS-Reminder nutzen. Das ist bei mir dann immer noch mal 5 Stunden vorher, dass dann noch mal eine SMS an die Person rausgeht. So, damit da auch sichergestellt ist, dass der Termin nicht vergessen wird.
Genau, dann hast du eben hier die Möglichkeit, auch einzustellen, zu welchen Zeiten willst du erreichbar sein, kannst es also komplett auf dich anpassen. Genau, und kannst ansonsten hier auch alles bearbeiten, so wie du das Ganze brauchst. Du kannst über diesen Reiter hier Produkte und Dienstleistungen, wie gesagt, verschiedenste Produkte halt anlegen und diese dann über die Buchungsseite abwickeln oder wie gesagt, über diesen Einbettungscode dann halt auch den Kalender quasi auf deiner Seite, auf deiner WordPress-Seite zum Beispiel, ja, einbinden. Also, wie ich finde, rundum gelungen. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit diesem kleinen Einblick ja, die Entscheidung etwas erleichtern für ein Buchungssystem. Ich für meinen Teil bin super zufrieden, super begeistert von dem Tool. Und ja, wenn du Fragen hast, komm doch einfach gerne auf mich zu und ja, und dann helfe ich dir da auch gerne weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Und wenn das Ganze für dich interessant war, gib doch der Sache einen Daumen hoch. Teile es auch gerne mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos ja interessant sind. Ja, und ansonsten, falls du eine Ergänzung dazu hast oder mich würde natürlich auch immer interessieren, welche Tools ihr so einsetzt, welche Buchungssysteme nutzt du, einfach mal unterhalb des Videos kommentieren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg mit Booklike Boss und ja, wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.